Mr. Ballard. Hier ist eine Karte des Hotels. Nicht nötig, ist schon eingescannt. Zzz, geladen und gesichert. Sir? Ja? Da lang. Sie hielten sie falsch rum, als ich sie gescannt habe. Deswegen Ihre Schuld. Hab gehört, Sie kommen mit den Dingern ziemlich gut klar. Ja, sag bei mir nach. Der Schnüpfer. Oh! Nichts passiert. Hab's noch drauf. Komm schon, Dad, wir machen Urlaub. Versuch ihn zu genießen. Irgendjemand räumt das ganze Hotel aus. Ihre Uniform, wie gewünscht, Officer Blood. Wir brauchen kein Backup, Blood. Ich auch nicht. Wenn es einfach wäre, Security Officer zu sein, könnte es jeder. Es braucht schon eine besondere Gabe. Jemanden mit Spider-Man-Sensoren. Stopp! Hast nicht gesehen, hast nicht gesehen. So ein sauberes Glas. Wir sind ausgebildet zu entdecken, verhindern, beobachten und zu melden. Aber es gibt einen Mann, der mehr tut als das. Und ich bin dieser Mann! Oh, Erbarmen! Das tut mir so leid, Ma'am. Möchten Sie Ihr Bett gemacht haben? Wissen Sie, was Sie da gemacht haben? Verkehrswidriges Überqueren in einer Geschäftszone, Sir. Eigentlich heißt das, Officer. Geben Sie mir trotzdem einen Strafzettel? Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, falls Sie mal einen trinken gehen wollen. Ich trinke nicht. Aber reiten tue ich! Die Baden-Berlers, ihr seid ja winzig. Wir treten euch in den Arsch. Ihr erinnert mich irgendwie an diese schlechten Girl-Group-Casting-Shows. Nur, dass ihr leider so aussieht, als hätte man all die zusammengeworfen, die schon in der ersten Runde rausgeflogen sind. Never trust a big button, smile, that girl is boys. Wenn Sie genau tun, was ich sage, überleben Sie den Knast auf jeden Fall. Zeigen Sie mir Ihr Mad-Dog-Gesicht. Was bitte ist ein Mad-Dog? Sie sind ein Mad-Dog! Ihr Schrittwort ohne Leine! Was soll denn das werden, James? Das ist mein trauriger Dackelblick. James? Meinen Sie, diese Strategie könnte funktionieren? Bitte vergewaltigen Sie mich nicht, ich bin schon zu traurig.